Top Agrar Praxistest. Drei Raupenschlepper im Vergleich. Am Vergleichstest nahm der Fendt 943 Vario MT teil. Die Vollraupe war die erste Raupe von Fendt, die mit einem stufenlosen Antrieb ausgestattet ist. Doch erst einmal ein paar Eindrücke der Maschine. Akku-Powermotor mit 9,8 Litern Hubraum und 7 Zylindern hat eine Nennleistung von 431 PS. Davon haben wir an der Zapfwelle noch 408 PS gemessen. Der spezifische Verbrauch lag hier bei 225 Gramm pro Kilowattstunde. Die Kabine ist eine Mischung aus Challenger und Fendt. Der Kabinenrahmen und das Lenkrad kommen beispielsweise von Challenger. Die Bedienelemente kommen hingegen von Fendt. Der Einstieg ist komfortabel, die hochfahrende Treppe ist zum Aufnehmen eines Beifahrers allerdings etwas umständlich. Das Terminal bietet alle bekannten Funktionen. Zudem lässt sich die Bandspannung kontrollieren. Die Bedienelemente, wie zum Beispiel die Hubwerksregelung, sind jedem Fendt-Fahrer bekannt. Klimaanlage und Lichtsteuerung sind an der Lenksäule untergebracht. Die Antriebsrolle misst, wie beim John Deere, 155 cm im Durchmesser. Die drei Stützrollen sind über eine Doppelschwinge aufgehangen. Das sorgt für eine gute Bodenanpassung. Das Hubwerk hebt laut Hersteller durchgängig 8,6 Tonnen. Die Sicht auf die Unterlenker wird von einem umlaufenden Trittsteg etwas eingeschränkt. Standard ist eine 220 Liter Verstellpumpe. Damit erreichte unser Testschlepper maximal 227 Liter pro Minute. An einem Kuppler kommen 162 Liter pro Minute an. Wer mehr benötigt, kann eine zweite Pumpe ordern, die die Gesamtmenge verdoppelt. Die entnehmbare Ölmenge beträgt 100 Liter. Eine Fronthydraulik gibt es nur in der Nachrüstung beim Händler. Die beweglichen Stützrollen sowie der über Schraubenfedern gedämpfte vordere Laufwerksteil sorgen für akzeptablen Fahrkomfort der Vollraupe auf der Straße. Die Kabinenfederung ist ordentlich abgestimmt. Auch auf dem Acker lässt sich der Fendt bequem fahren. Das liegt vor allem an der sehr guten Motorgetriebeabstimmung. Das Vario-Getriebe ML400T hat einen Fahrbereich und ist bauähnlich mit dem des 1000 Vario. Nur, dass es hier keinen Allrad gibt und die gesamte Leistung in den Planetensätzen im N-Antrieb mündet. Der Ledersitz von Sears mit Heizung und Belüftung ist bequem. Sein Drehbereich ist groß, allerdings stößt das Display je nach Position gegen die B-Säule. Das Lenkrad hat den charakteristischen Ball von Challenger sowie Tasten fürs Radio. Die Raupenbänder von Camso waren mit 63,5 cm die schmalsten im Test. Es gibt aber auch zwei breitere Bänder. Insgesamt kam der Fendt damit auf eine Aufstandsfläche von 3,64 Quadratmetern. Das Leergewicht beträgt 16,8 Tonnen. Mit dem für Zugarbeiten notwendigen Frontgewicht wiegt der Fendt ca. 19 Tonnen. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 21 Tonnen. Im Test überzeugte der Fendt durch die höchste Zugkraft. Bei der Zugleistung lag er dicht hinter dem John Deere. Alle Details zum Vergleichstest finden Sie in den Top Agrar-Ausgaben 1 und 2 2021.